Grüß dich, ich bin's, wieder Enker Spangler Franz. Ich bin einmal verletzt. Jetzt ist es eine Woche her, wo ich einen Bruch habe. Ich darf nicht belasten, also ich kann jetzt nochmal nur ein wenig die Funktion zeigen. Das ist die Rulli-Schwenkige Maschine mit 4 Metern. Mit der kann man Löcher bohren. Das ist jetzt die Rulli-Schwenkbiegemaschine im 4 Meter. Baujahr 2001. Das ist der Rollschlitten zum Schneien. Ich zeige euch jetzt einmal die einfache Funktion. Mit dem Blech dann muss es einschalten. Die hat zwei Sicherheitsdinge. Fußschalter, du kannst jetzt das betätigen, es tut sich nichts. Du musst immer da den Fußschalter bedienen, dann kann man erst die Maschine in Bewegung setzen. Wenn man zweites bewegt, hat dann der zweite Mann auch an und der muss den Drucker, dann wird die Maschine erst freigeben. Erst wenn der zweite Mann druckt, ist die Maschine freigeben. Man muss umschalten von der Bedienung her auf einen zweiten Mann und dann reagiert es auf den zweiten Fußschalter. Ansonsten wird der erste Fußschalter hergenommen. Bedienen tut man es ganz einfach. Fußschalter. Dann fährt die runter. Dann ist nochmal eine Sicherung, die hört kurz vorher auf. Es ist, bei mehr wie ein halber Zentimeter, 3 Zentimeter ungefähr, da hört die Maschine noch mehr auf. Jetzt, wenn da ein Finger drin war, der war zwar wahrscheinlich trotzdem kaputt, aber er wart nicht ab. So habe ich jetzt meine Frau einzwickt. Die hat mir mal geholfen und da habe ich einen Finger einzwickt. War ein Brucher. Gut. Auf alle Fälle, das war aber nicht lustig. Auf alle Fälle stellt man jetzt da ein, dann macht man zu und dann kann man mit dem Hebel die Maschine schwenken. Der Vorteil ist an dieser Maschine, du kannst jede Gradzahl einstellen, wie du das machst. Du musst nicht vorher am Computer irgendwas eingeben. Und das funktioniert eigentlich recht schön. Also, IBIS, wieder es gibt da keine Probleme. Die Maschine verletzt noch eine weitere Sicherheitseinrichtung. Zum Beispiel, ich darf nicht mehr laufen vor. Also, ich kann jetzt nochmal in die Position fahren. Und man steigt da drauf. Ist sofort alles klar und macht wieder auf. Löcherbalken. Ich zeige euch jetzt einmal die einfache Funktion. Wollen wir es wieder entsichern? Mit dem Blech. Dann geht es wieder. Man muss es einschalten. Die hat zwei Sicherheitsdinge. Fußschalter. Was auch noch wichtig ist, das ist quasi jetzt da hinten der Bereich. Das ist ein guter Meter, wo man da mit dem Blech rein kann. Notfalls kann man die Stützen ausbauen. Habe ich schon ein paar Mal den Fall gehabt. Nicht oft, aber ein, zwei Mal im Jahr muss ich. Ich habe da so Stützen ausgetan, dass das Blech weiter nach hinten schon immer kommt. Da den Fußschalter bedienen,
dann kann man erst nützlich die Maschine in Bewegung setzen. Wenn man zweiter so, jetzt habe ich zum Beispiel der zweite Mann auch an. Ich nehme mir einen anderen Druck. Und der muss den Drucker, dann wird die Maschine erst freigehen. Erst wenn der zweite Mann drückt, ist die Maschine frei. Man muss umbrechen, damit die Bedienung her auf den zweiten Mann. Und dann reagiert es auf den zweiten Pulsschalter. Ansonsten wird der erste Pulsschalter bedient. Jetzt ist ganz einfach. Ich kann mit der, also bis 4 Meter kann ich kanten. Bis 4 Meter kann ich abkanten. Dann fährt die runter. Dann habe ich noch den Vorteil, dann eine Sicherung, wenn ich jetzt sehr kurz vorher eine Schachtel machen muss. Naja, dann kann ich da. Segmenten eingebaut. Wenn ich einen Finger drin war, der war zwar wahrscheinlich trotzdem gut, aber er war nicht auf. Ich schaffe es jetzt nicht fest. So habe ich jetzt gleich. Ich muss auf der anderen Seite auch eins einbauen. Ich habe jetzt da eins mit. Da habe ich einen Finger einzwickt. 25, 50, war der Brucher. 100 Meter. Gut. Die haben wir schon, ich habe jetzt stark geholfen. Also, das ist, wenn du. Weil sie da schon einen Rand hast und musst jetzt da mal eine dritte Seite aufstellen, auf dann nimmt man die Segmente her. Dann legt man jetzt da ein, dann macht man zu und dann kann man. Ich kann es jetzt leider nicht sagen, das ist so, aber ich hoffe, es könnte sich ein Querstellen. Die dritte Seite kann ich ja nicht also normal aufheben, weil ich da schon wieder links und rechts dann einstellen. Dann nehme ich die Segmente her. Es du ist nicht vorher keine Segmentbiegemaschine, wie es da ich aber die kleinen gibt, aber ich kann mir damit stark helfen. Wenn ich jetzt ein wenig anderes Maß habe, dann kann ich da ein dünnes Eisen unterlegen in der Länge, dann kann ich auch wunderbar aufkanten. Das funktioniert super. Zum Schneiden habe ich. Das ist echt blöd. Mit einer Hand. Ich kann es jetzt gar nicht außer tun. Also einen Rollschlitten. Ich muss drin lassen, weil ich es nicht hin kann. Und der hat. Der hat jetzt da die Räder. Und mit den Rädern, das schöpft man vier, den ganzen Schlitten. Und man schneidet dann damit das Blech ab. Man kann 4 Meter ohne weiteres abschneiden. Die Maschine ist geeignet, also ich sage jetzt einmal, Edelstahl, das Sticker 08, verzinkt, ja, 1,5 mm geht vielleicht auch noch, Alu bis 2 mm, aber dicker ist nicht mehr recht geeignet. Ansonsten, eine super Maschine, seit ich jetzt habe, nur einmal Reparatur, das ist da irgendwie so ein Magnetschalter, der war einmal kaputt, der war mechanisch kaputt, der hat einen Riss gehabt, weiß ich nicht, ist es an uns gelingen, da man mal irgendwie dran gehauen hat, war aber kein Problem, kommt dann ein super Kundenservice gehabt, also die haben gleich verschickt und ist reibungslos gegangen. Ansonsten ist das eine stabile Maschine. Sie hat halt keinen Computer, aber das ist mehr oder weniger egal. Mir ist er noch nie angegangen, ich habe ihn noch nicht gebraucht. Weil ein normaler Spangler hat halt jetzt keinen Massenartikel aus zig Meter mit dem gleichen Bug. Das bald sie wie eine Handabkantung. Du kannst es genauso steuern. Mehr brauchst du nicht. Mein Auto. Mein Radlader. In klein. Gut. Das wollte ich jetzt sagen. Mehr kann ich jetzt nicht vorführen, weil ich eben nichts hin kann.
Aber die normalen Funktionen habt ihr jetzt gesehen. Man hat nur Freiraum. Ich kann jetzt nichts Negatives sagen über die Maschine. Und das zeigt euch jetzt keiner. Das zeigt euch nur der Spangler Franz. Fertig.